Hallo liebe Freunde, ich will euch zu einem neuen Video einladen. Wir waren beim Zahnarzt und da eben hat man noch die Bank gesehen, haben ein bisschen Geld geholt und jetzt gehen wir da runter in den Seegarten bzw. durch den Seegarten an den Strand. Und es ist halt alles jetzt schön grün geworden. Jetzt kommt, das ist so wie Jahrmarkt, ist aber glaube ich noch nicht offen, also steht alles noch still. Das wird also jetzt wahrscheinlich jetzt ab dem 1. Juni oder so vielleicht eröffnet. Da sind noch Pendel außer oben links, Kinderkarussell, alles Autoscooter und so Zeugs. Recht bunt alles. Nun gehen wir weiter. Hier eine Statue mit Rolf und Natascha. Der Seegarten ist recht groß. Also an dieser Stelle zumindest, also das ist zwischen der Stadt und zwischen dem Meer ist der Seegarten. Und jetzt kommt dann bald Strand. Im Hintergrund sieht man das Meer. So, jetzt gehen wir die letzten Treppen runter ans Meer. Da ist die Strandpromenade und überall werden die Restaurants und Cafés renoviert und zum Teil neu gebaut und zur baldigen Saisoneröffnung fit gemacht. Das Wetter war in den letzten Tagen nicht ganz so schön. Das sieht man hier noch am Himmel. Und es hat auch geregnet zum Teil, aber jetzt ist schönes Wetter. Und nun gehen wir die Promenade entlang. Das gibt es auch, so schöne Sandfiguren, waren noch viel mehr. Aber wer weiß, wie lange sie noch halten. Jetzt gehen wir noch ein Stück Richtung Süden, also Richtung Burgers Zentrum. Ich glaube, ganz im Hintergrund sieht man irgendwo die Seebrücke. Und hier, manche Restaurants sind ja offen. Ist halt noch etwas früh am Tag. Und da ist noch nicht alles so bewegt. Jetzt ziehe ich die Schuhe aus, weil wir jetzt halt auf den Sand gehen. Und da hat sich an meinem Ohr eine Sandale ein Band verabschiedet, ist abgerissen. Jetzt wird die Badesaison eröffnet. Da, 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 da! Aber das Wasser ist noch ein bisschen kalt, also für mich, es gibt schon Leute, die baden, aber für mich ist es noch etwas zu kalt. Bums, da kommt eine Welle und dann war die Hose nass. Jetzt habe ich aber umgestellt auf kurze Hose. Und wie Wasser? Wie Wasser? Ja. Und da ist so eine Planierraube unterwegs, die Hügel, die
der Wind und das Wasser über den Winter angespült hat, einebnet. Da sieht man die Planierraube. War ein richtig dickes Eisen hinter sich herzieht und das alles ein bisschen eben macht. Und da fahrt er hin und her. Und das ist im Hintergrund der Seegarten. Der geht bis ganz rauf. Im Hintergrund die bulgarische und die EU-Fahne, die im Wind weht. Und da sind, an dieser Stelle gibt es ganz viele Möwen, aber die sind sehr scheu, wenn man näher kommt, fliegen sie davon. Das Meer war da ziemlich ruhig. Und da wieder viele Möwe, alles voll mit Möwe. Die drei meisten sind kommen auf. Da ist auch ein Restaurant. Da waren wir im letzten Jahr mit unserem Besuch drin. Und dahinter ist ein Restaurant oder Straßen. Da haben sie mit ihrem anderen Traktor die alte, was haben wir, Lifesavers, Bademeister, Kabinen abgezogen und da kommen neue Bademeister Sitze oder Überwachungstürme hin. Und überall halt Restaurant warten dann auf Gäste. Manche haben schon offen, manche noch nicht. Und manche werden halt noch renoviert oder umgebaut oder wie auch immer. Skysurfer und Fahrräder gibt es dort zu mieten. Kann man auch Fahrräder, Fahrradfahrer, wenn man kein eigenes hat. Und immer wieder auch Kiosk, wo Eis verkaufe und so weiter und schon sticke Getränke und so. Das ist ein Toilettenhäuschen, das ist mit Originalholz, Holzscheiben verkleidet. Und da ist welche Körpergröße, dass man hat. Das ist da XL, jetzt wird es langsam eng, ich glaube L oder was, war das letzte O. Oben steht es dran, ne? L, jetzt kommt M. Da, XL passt ja noch gut durch. Und da noch besser, oh, und dann, da kann ich durchspringen. Aha. Oben steht es dran, ne? Ja, und schön das Gras gemäht, eine alte Kirche mit mehr als 1000 Namen von Soldaten, die da irgendwo bei einem Krieg ums Leben kamen, gefallen sind, sagt man auch.
Aber ich halt abgeschlossen. Egal. Guck mal ein bisschen aus herum. Und hier auch wieder Außenbewertung, da ist schon offen. Aber wie gesagt, es war halt noch vormittags und da ist nicht ganz so viel los. Und Werktag. Und das ist, jetzt kommen wir dann an, kann man Parkgutschein-Dingsbums, Parkgebühren gibt es auch auf Deutsch. Kostet eine Stunde ein Lev. Und jetzt tschüss.